Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen heute am ersten Messetag hier auf der Bestmesse in Wien. Wir freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind und mit uns hineinstarten und der TU Graz in einen ganzen Reigen an Vorträgen, an Informationen, denn wir hier senden aus dem Vortragssaal 3 4 Tage lang im Livestream. Und liebe Anna Derler, mit Ihnen starten wir eben, wie gesagt, die TU Graz wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Wer sich für die Technik interessiert, hat in Österreich viele gute Universitäten zur Auswahl. Was würden Sie sagen, macht den Standort der TU Graz ganz besonders? Also ich würde sagen, dass die TU Graz einfach eine sehr große Vielzahl an Studiengängen hat und zum Teil auch einfach Studiengänge, die man jetzt gar nicht so an der TU Graz verorten wird, wie zum Beispiel Architektur oder Bauingenieurwissenschaften, Umweltsystemwissenschaften. Neben natürlich den ganzen ganz klassischen technischen Studiengängen wie Maschinenbau, Elektrotechnik. Also ich würde sagen, wir sind da sehr divers und haben einfach eine sehr große Auswahl zu bieten. Sie selber haben sich auch für ein technisches Studium entschieden. War das, würden Sie sagen, ein glasklar von Anfang an oder haben Sie sich auch die Standorte in Wien oder auch vielleicht an den sonstigen Bundesländern angeschaut? Wie sind Sie da damals vorgegangen? Also für mich war es eigentlich gar nicht klar, weil ich komme aus einem Sprachengymnasium und für mich war Technik irgendwie überhaupt keine Option im Grunde. Und ich habe mir dann aber trotzdem einfach, also ich komme aus Graz, deswegen habe ich mich vor allem auf die Grazer Universitäten fokussiert und ich wollte mir trotzdem einfach alles einmal anschauen und mich hat dann sehr überrascht, dass es an der TU doch mehr Auswahl auch für mich gibt als nicht von Natur aus Technikerin und habe dann eben auch mein Studium Biomedical Engineering gefunden und genau, das hat mich dann einfach überzeugt, an die TU zu gehen, weil es das eben dort gibt und auch was anderes ist, was halt gerade in Graz speziell zu studieren ist. Und genau, so bin ich da gelandet. Genau, aber darf ich dann noch einmal einhaken, weil Ihr Beispiel ist sehr besonders. Also Sie sind in ein Gymnasium gegangen, wo der Schwerpunkt sprachlich war, also in Sprachen vertieft. Und Sie haben vielleicht die Bestmesse in Graz damals besucht auch und sich da erste Orientierung geholt. Aber wie haben Sie denn für sich entdeckt, dass also schon der technische Bereich doch was wäre? Also woran haben Sie es gemerkt? Waren das jetzt Studierende, mit denen Sie Gespräche geführt haben? Waren das die Professorinnen, die gebrannt haben für ihr Fach? Wo haben Sie es verortet? Ich glaube, für mich war es so ein bisschen, als ich mir die TU Graz angeschaut habe, ist sie mir einfach sehr sympathisch rübergekommen oder einfach so, gerade was die Forschung angeht, gibt es da so interessante Forschungsgebiete. Und sicher gibt es das an allen anderen Universitäten auch. Aber ich bin zum Beispiel zu meinem Studium auch durch einen Ferialjob gekommen im Grunde, wo ich in der Bioinformatik ein bisschen gearbeitet habe. Und ich habe das einfach so spannend gefunden, was man da machen kann mit Technik. Und obwohl mich Technik gar nicht so interessiert hat, aber da habe ich mir dann gedacht, boah, wenn man das alles mit Technik machen kann, dann will ich vielleicht doch Technik machen. Also es ist halt so viel möglich und auch in diesem medizinischen Bereich, also natürlich, ich rede viel von meinem Studium, aber dass man da halt bei gewissen Krankheiten auch einfach helfen kann durch Technik und nicht nur, weil man Arzt ist. Jetzt haben wir ja mit Ihnen die Expertin da. Würden Sie das uns genauer erläutern? Also wie genau kann man sich das vorstellen? Also wie kann Technik eben da eben unterstützen? Also jetzt speziell im Biomed-Bereich gibt es zum Beispiel diese Bioinformatik, wo man mit Hilfe von Informatik und Codes programmieren Gensequenzen analysieren kann und zum Beispiel herausfinden kann, welche bestimmten Genmutationen bestimmte Krankheiten hervorrufen. Und es ist halt ganz wesentlich, auch für die Diagnostik, dass man da vielleicht gewisse Anlagen schon viel früher erkennen kann und schon zum Beispiel bestimmte Krebsarten einfach viel früher schon öfter untersuchen kann und da ein bisschen vorsorgen kann, ja. War das für Sie auch eine Entscheidung sozusagen, was kann ich denn damit, also wenn ich das studiere, sozusagen auch bewirken? Ist das für Sie ein wichtiges Motiv gewesen, also das gleich mitzudenken? Ja, schon auf jeden Fall. Also ich wollte halt, also mich hat Medizin auch schon interessiert, nur wollte ich nicht Medizin studieren. Und ich glaube, dass man im Generell mit ganz vielen technischen Studiengängen auch einfach so viel für die Allgemeinheit quasi leisten kann, weil auch jetzt abgesehen von Biomed, wenn man zum Beispiel Maschinenbau macht oder so, oder
Ich arbeite zum Beispiel auch bei der Siemens und da mache ich was mit Zügen. Und ich meine, jeder braucht irgendwie öffentliche Verkehrsmittel oder Energietechnik, wir brauchen alle Strom. Also da kann man schon einfach ganz viel quasi der Gesellschaft bieten und beitragen. Jetzt muss ich noch einmal nachfragen, Anna Dörle. Also ich habe es mit einer Studentin zu tun, die auch schon bei Siemens arbeitet. Oder ist es ihr Drittjob, den sie machen? Ja, also ich meine, abgesehen eben vom Studium und dem, was ich jetzt gerade mache, so Studienberatung, bin ich auch bei der Siemens angestellt als Werkstudentin. Auch nur für 8 Stunden die Woche. Wahnsinnig viel mehr geht es, ich glaube, ich nehme am Studium auch einfach nicht aus. Aber genau, also es gibt einige Firmen, die zum Beispiel Werkstudenten suchen, die dann einfach schon im Unternehmen ganz normal mitarbeiten und bei allem mithelfen, wo sie so können. Erklären Sie uns dieses Modell Werkstudentin? Ach so, ja, im Grunde ist es eben einfach eine Studentin, die im Werk mitarbeitet. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Werk sein. Ich bin vor allem im Elektrotechnikbereich dort und es ist einfach ein Büro, das bei der Siemens Funksensoren herstellt quasi oder dran forscht. Da gibt es aber ganz viele verschiedene Firmen, die das bieten, dass man da einfach während dem Studium schon ohne Abschluss, weil ich bin ja gerade erst im Bachelor, ich habe noch gar keinen Uni-Abschluss, dass man da einfach schon ein bisschen die Arbeitswelt auch kann. Genau, aber das heißt, das ist ein Teil schon, den Fuß in der Arbeitswelt zu haben, natürlich auch Einkommen zu haben, die Möglichkeit also zu arbeiten, praktische Erfahrungen zu machen und das Studium gleichzeitig zu absolvieren. Würden Sie sagen, ist das etwas, das sollten sich viel mehr anschauen, also auch dieses Modell, dass das eben schon auch machbar ist, auch mit einem technischen Bachelorstudium, dass man das alles unter den Hut bekommt? Das geht sich aus. Ja, also ich meine, es ist sicher gerade am Anfang ein bisschen Herausforderung, das so alles unter den Hut zu kriegen. Aber wie gesagt, ich arbeite jetzt auch nur 8 Stunden die Woche. Ich hätte es vielleicht im ersten Jahr vom Studium nicht gemacht. Da wäre es eventuell ein bisschen zu überfordern gewesen. Aber es ist schon ein ganz nettes Modell, finde ich, gerade wenn man eben an einer Universität ist, wo man vor allem halt die Theorie lernt und ein bisschen das Praktische noch hinten ansteht. Da kann das schon ziemlich spannend sein, halt ein bisschen schon das Praktische, was man im Studium nicht so anwenden kann, in der Arbeit dann anzuwenden. Sie haben offensichtlich dann auch das Programmieren, das Coden lernen müssen, oder? Oder haben Sie das im Gymnasium schon gekannt? Ja, das habe ich im Gymnasium ganz klar nicht gelernt. Das habe ich dann durchs Studium gelernt und da wird man aber auch sehr sanft noch hingeführt und kriegt dann mal die ganzen Basics erklärt. Und dann ist es halt viel Selbststudium auch, weil Programmieren kann einem niemand so direkt beibringen, das muss man einfach üben, aber hat funktioniert. Genau, aber würden Sie sagen, ist es so wie Sprache lernen, Vokabeln lernen, dranbleiben, besser werden, Spaß entwickeln? Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, im Endeffekt, gerade im Studium, ist es dann einfach so das Ziel, das man auch vor Augen hat. Und man sieht, wie viel man durch Programmieren dann quasi machen kann und erreichen kann. Und da hat man dann auch irgendwie die Motivation und den Anreiz, das gut zu lernen. Nicht jeder, der von einer HTL kommt, ist zwangsläufig geeignet für ein technisches Studium. In Ihrem Fall, Sie sind in ein Gymnasium gegangen mit Sprachenschwerpunkt. Also das kann man alles, das ist auch Ihre Erfahrung, wird an der Universität also so geschaut, dass man im ersten Semester vielleicht, dass da alle auf dem gleichen Wissensstand dann sind. Würden Sie sagen, da muss niemand Sorge haben, also man muss für sich vielleicht reinknien, aber grundsätzlich ist es erlernbar alles? Ja, ganz sicher. Also es muss sich niemand Sorgen machen, dass man da jetzt irgendwie, gerade wenn man von einer AHS oder so kommt, dass man da jetzt gar nicht mehr mitkommt und dass alle einem davonlaufen. Also sicher, HTLer haben gerade bei einer TU einfach ein bisschen einen Vorsprung, weil sie gewisse Dinge schon gelernt haben, die halt Leute von der AHS nicht gelernt haben. Aber innerhalb des ersten Jahres kommen alle eigentlich auf denselben Stand. Und viele Professoren sind da auch sehr rücksichtsvoll und fragen gleich am Anfang einmal nach, wie viele aus welchem Schultyp kommen und versuchen dann auch innerhalb der ersten Wochen zumindest so ein bisschen die Grundlagen zu wiederholen. Gut, Technische Universität Graz haben wir heute zu Gast mit Ihnen, liebe Anna Dörle. Noch einmal, würden Sie uns noch einmal aufzählen, weil es sind ganz viele technische Richtungen und sind die alle in einem Haus in Graz oder ist das aufgeteilt auch räumlich? Nein, also wir haben 3 verschiedene Standorte im Grunde, die sich noch einmal in so kleine einzelne Standorte unterteilen. Aber es gibt im Grunde die alte Technik, das ist quasi das Stammgebäude,
Da sind aber mittlerweile quasi nur noch die Architekturstudenten. Dann haben wir die neue Technik, wo zum Beispiel auch mein Studium untergebracht ist oder auch Mathematik und so weiter. Und es gibt die Infelgasse, die ist vielleicht der enormste und atemberaubendste Standort, weil man da halt wirklich die gesamten Labore auch hat und da gibt es auch sehr große Hallen, zum Beispiel die Tesla-Halle, wo man auch Blitze auf Autos schießen kann, wenn man möchte und das kann. Und dort sind einfach die ganzen ganz klassischen TU-Studiengänge quasi untergebracht. Was würden Sie sagen, soll man einmal auf die Universität gehen, also tatsächlich das Gebäude also auch wirken lassen? Reicht es vorab einfach einmal im Internet zu recherchieren, um die technischen Angebote, an Studienangebote an der TU Graz einmal sich anzuschauen? Wie würden denn Sie vorgehen, wenn jemand so im Maturajahr ist und damit spekuliert, nicht in Wien, sondern nach Graz zu gehen? Was würden Sie vorschlagen? Also die Website anschauen ist auf jeden Fall einmal ein guter Anfang, weil da auch zum Beispiel Gespräche mit Studenten aufgezeichnet sind, die man sich anschauen kann, die einfach schon einmal von ihrem Studium erzählen. Das, glaube ich, macht schon einmal einen großen Unterschied, wenn man mal mit Leuten darüber reden kann, die das wirklich schon machen. Oder halt, man kann jetzt auf der Website nicht mit ihnen reden, aber man hört zumindest ihre Meinung. Der Tag der offenen Tür wäre auf jeden Fall auch was. Da kann man sich nämlich auch so ein bisschen die Forschungsgebiete anschauen und was so an der TU generell gemacht wird. Und ja, sicher, ich meine, die Gebäude einmal anschauen, einmal durch die Infeldgasse gehen, kann schon auch ganz interessant sein, glaube ich. Wie ist das studentische Leben in Graz? Also jetzt hat Wien natürlich auch jede Menge zu bieten, aber Graz hat auch was und ist sehr, sehr jung, wenn man in der Stadt ist. Also Graz ist auf jeden Fall eine klassische Studentenstadt, würde ich sagen. Ich meine, es gibt eben allein das Univiertel im Bereich der Universitäten, wo gefühlt wirklich einfach nur Studenten leben und ein paar ältere Menschen vielleicht. Aber also man sieht dort kaum Kinder, weil einfach die ganze Stadt dort voll ist mit Studierenden. Genau, also ich würde sagen, Graz eignet sich da eigentlich sehr gut zum Studieren, weil es einfach auch so drauf ausgelegt ist, es gibt sehr viele Bausatzlokale zum Beispiel, das ist was sehr Grazerisches, soweit ich weiß, wo wirklich einfach Studenten die ganze Zeit hingehen und sonst sieht man dort kaum jemanden. Gibt es vom Studienangebot her Studiengänge, wo man eine Eignungsfeststellung braucht für ein technisches Studium oder auch, wo es Zugangsbeschränkungen möglicherweise gibt, weil so ein Run besteht auf die TU Graz? Wissen Sie das zufällig? Also ich weiß, dass im Großen und Ganzen an der TU es kaum Aufnahmebedingungen bzw. Eignungstests oder so gibt. Es gibt aber ein paar gewisse Studiengänge, wie zum Beispiel Architektur, wo das schon vorkommt, weil es da einfach begrenztere Plätze gibt und mehr Leute, die das studieren wollen. Aber jetzt zum Beispiel bei so einem Studiengang wie Elektrotechnik oder so ist der Andrang jetzt eh nicht so groß und da gibt es dann auch immer genug Plätze. Was hat sich in Ihrem Umfeld getan, seit Sie Technik studieren? Ich meine, ich habe auf jeden Fall sehr viel mehr männliche Freunde jetzt. Also das hat sich auf jeden Fall verändert, weil die TU halt doch einen bisschen größeren Männeranteil hat als manche andere Unis. Sonst hat sich jetzt nicht so viel getan. Naja, es könnte ja sein, dass Sie andere Frauen animiert haben, das als Option auch zu sich zu überlegen, auch in so eine Richtung zu gehen, weil man das eben selber vielleicht gar nicht am Schirm gehabt hätte. Es könnte ja sein, dass Sie Role Models sind bereits für andere. Ja, okay, das kann schon auch sein. Ich meine, wir sind da ja auch jetzt mit FIT hier, das ist Femintech, und da schauen wir eben auch ganz stark drauf, dass einfach mehr Frauen sich trauen, in die Technik zu kommen, weil es ja doch ein bisschen Überwindung ist, das stimmt. Und ich versuche schon vielen Leuten zuzusprechen, dass sie sich zumindest einmal anschauen. Weil ich weiß, ein technisches Studium kann ein bisschen überfordernd wirken am Anfang oder ein bisschen zu viel, zu schwer. Aber ich glaube, sobald man sich das einmal so ein bisschen anschaut, sieht man, dass es gar nicht so schlimm ist. Eine letzte Frage noch zur Organisation an einer Universität. Jetzt ist ja in der Schule so, da hat man in der Regel, ja, kann man so mit Charme manchmal so Fristen um Nachsicht bitten und so weiter. Auf einer Universität läuft das ganz anders. Was würden Sie sagen, wie schnell ist man drinnen in diesem selbstorganisiert sein müssen auch? Das kommt sicher darauf an, wie sehr man das von der Schule schon gewohnt ist.
Ich war es von der Schule auch schon gewohnt, dass ich sehr viel einfach selbst organisieren muss. Ich glaube, dass man da trotzdem, also auch wenn man es nicht so gewohnt ist, recht schnell reinkommt. Es ist ja auch ganz cool, weil man hat sehr viele Freiheiten dadurch, dass man sich auch viel selbst organisiert. Und das Schöne an der Uni ist ja auch, wenn man dann einmal was nicht schafft, ist nicht die Welt untergangen, sondern man wiederholt es auch einfach. Wenn man mal eine Deadline verpasst, ist zwar blöd, aber dann macht man halt die Übung im nächsten Jahr noch einmal, wenn es wirklich so schlimm ist. Und es gibt auch Unterstützungen natürlich, eben von, ich glaube, für Erstsemestrige gibt es auch Begleitung und Ansprechpartnerin natürlich auch vom Fach, also da ist man wirklich gut betreut. Ja, genau, also was wir zum Beispiel anbieten, ist das Erstsemestrigen-Tutorium. Das ist für neue Studierende an der TU. Die können dann im ersten Monat von ihrem Studium einfach mit Höhersemestrigen schon so ein bisschen Dinge unternehmen, kriegen eine Campus-Tour, können mit denen irgendwie einfach ein bisschen reden und so schauen, wie ist es dann später im Studium oder wie verläuft auch das erste Semester. Ich glaube, da sind am Anfang ganz viele Unsicherheiten, aber die kann man, glaube ich, ziemlich schnell beseitigen auch. Wunderbar. Liebe Anna Derler, jetzt haben wir 4 Tage Bestmesse Wien vor uns. Es sind alle Universitäten in Österreich auch vor Ort. Würden Sie sagen, das unterschätzen immer noch sehr, sehr viele, dass man wirklich da puren Luxus hat, dass man unter einem Hallendach wirklich vergleichen kann, dass man Gespräche führen kann, eben mit Studierenden, so wie Sie es jemand sind, dass man da wirklich dieses Angebot auch nützt und da schon einen guten ersten Eindruck kommt, quasi um als nächsten Step in der Informationsbeschaffung einfach schon in der Tasche zu haben. Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, damals, als ich mich für ein Studium oder irgendeine Ausbildung entscheiden musste, bin ich auch zur Best in Graz damals gegangen und habe mir das alles einmal angeschaut. Und ich glaube, es ist echt super, dass man sich da mal so auf, also ohne irgendwelche Hemmungen oder so, einen riesen Überblick machen kann über alle Angebote, die es so gibt. Zum Schluss noch an Sie die Einladung. Sie dürfen jetzt gerade Werbung machen für die Technische Universität Graz. Best Place zum Studieren, weil... Weil die TU einfach super ist und man dort einfach ganz viel erleben kann und generell, also allein fürs Studieren hätte ich so viele Dinge, die ich sagen kann, die einfach super sind. Das ist eine super Phase, um einmal Dinge auszuprobieren und einmal auch sich in andere Vorlesungen vielleicht reinzusetzen. Man kann ja auch wenn ich jetzt Biomed studiere, ich kann trotzdem in eine Psychologievorlesung oder so gehen, wenn mich das interessiert. Man kann einfach so viel lernen, was einen wirklich interessiert, im Vergleich zur Schule, wo man manchmal Dinge einfach lernen muss, wenn man es lernen muss. Das ist doch ein wunderschönes Plädoyer. Man kann lernen, was einem interessiert. Damit, liebe Anna Derler, haben wir mit Ihnen den Auftakt geschafft. TU Graz war zu Gast heute am ersten Messetag, 7. März. Wir freuen uns auf viele Gespräche, auf viele Interessierte und den einen oder die anderen, den wir vielleicht auch hier im Vortragssaal 3 öfter sehen und ansonsten auch vielleicht, wenn Sie mit dabei zu Hause sind, immer wieder einschalten, es erzählen, kommen Sie in die Stadthalle. Es lohnt sich, ein großartiges Angebot, was eben das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und das Arbeitsmarktservice Österreich ermöglichen. Dafür beneiden uns ganz viele Länder in Europa, ganz viele Menschen, Familien, die haben sowas nicht, wo man einen Ort hat, wo man hinkommen kann, wo man Bildung an einem Standort vorfindet, in einer Dichte, was es sonst eben nirgendwo gibt. Man muss keine Termine ausmachen, sondern einfach hingehen, Fragen stellen und ganz sicher ein Stückchen schlauer und informierter wieder nach Hause gehen. Wir laden Sie ein, bleiben Sie hier, kommen Sie gerne wieder und Ihnen, liebe Anna Derler, ganz großartige Messetage heute in Wien.